Jetzt wird's ganz, ganz wild und düster, Freunde, denn wir reagieren jetzt gemeinsam. Chest Day posing with Hani Rambot and Hadi Chopin. Chris Bumstead, Freunde, let's go. Rein da. Come on, Chris. Drive it. Drive it. Drive it. Drive it. One more. Drive. One more like that. One more like that. One more like that. Go. Geil, dass der jetzt bei Hani Rambot ist im Coaching. Also, Video wurde vor 4 Tagen gedreht. Nices Intro. Alright guys, so before the video starts, I want to let you guys know it's Black Friday week, so bear with me while this is all going down, but it's for your own benefit because there's no better time to shop than right now. And Raw is having a buy one get one 50% off on the website with a few tiers of getting some free stuff. Erstmal schön Placement. And we're giving away some good shit. So at $100, when you spend $100, you get a free Babbage of a mystery flavor. So we're going to pick a flavor randomly off the shelf. Bisschen lauter wird gemacht sofort. Throw it in your bin anytime you spend over $100. And then when you spend over $200, you get a Babbage, as I said. Maximale Lautstärke am Start, Freunde. And then you also get a bag, a funnel, a shaker. Is that it? Yeah, that's it. And that's it. And the whole website, buy one, get one 50% off. Schlimmeres Placement als für den Adventskalender von Rocker. Oh, last time we had a sale, we didn't have Thavage on sale. Now Thavage is on sale, and we're giving one away. Because we love you guys, Black Friday. It's what we do in the celebration of Thanksgiving and the Olympia and beautiful life and our appreciation to you guys. Dankeschön, Chris. That's the type of shot. Anyways, getrawnutrition.com. Use code. Is there different codes? Calvin's gonna flash big right here what my code is. I think it's different for Black Friday, but this code and this code only gets you the deal. So be sure to use whatever code Calvin's putting on the screen over my face or wherever he's putting it. What? Essentielle Aminosäuren EAAs während des Trainings sehr sinnvoll. Kannst du natürlich auch vor dem Training oder nach dem Training nehmen, aber in Kombination mit Cluster oder Dextrose, Maltodextrin ist es schon ein guter Push im Training. Musst du mal testen. Oh yeah, we have dragon fruit. Thavage fucking tastes really good. So I recommend buying the dragon fruit Thavage, and then if you get a free one, it probably won't be dragon fruit. I don't think we're putting that in the bundle of mystery ones you get for free. So buy that one, you'll get another one for free. It tastes really good. It's like a fresh sweet. Bro, Video geht 2 Minuten, er macht einfach Werbung. It's different. It's pink, it's good, it's amazing. A Rocket Pop Raw Pre. So, new flavors and good sales. Nee, Sofien, da stimme ich dir nicht zu. Now let's get on with the video. Junge, was haben die da für Autos, Digga? Was haben die denn hier für Autos in Amerika? In Kanada, Amerika, wo ist denn der da? What up, YouTube? Oh, Hadi Chopin auch am Start. Bester Mann. I love you. What up, YouTube? Der ist so geil, der Typ, so sympathisch, Mann. Oh, that doesn't get any better than that. Chest day, let's do it. Alright, so we're back here. Boah, das Gym ist irre, ne? So, Recom, Beauty Gym, I'm a fan of it for sure. Hopefully, we don't get harassed this time. Me and Hadi are hitting some chest. We got beat up at a massage earlier, so I know he's tired, I'm tired, but it's time to wake our ass up, get a workout in, while we said only a few days left. It's chest day, so it's gotta be a good day, so. Ready to kill it. It's good heavy, but not super stupid heavy. And let's just, and then we can get Hadi to work at his pace. And then I feel like we can get a really good chest workout. And then from there, we'll decide if we want to do tries or we'll do maybe arms tomorrow. Or we can decide from there. But I feel like all machines and Smith maybe, but yeah. Nothing free weight. Yeah. If we can do that. Or if we do free weight, maybe we'll just do some dumbbell flies or something like that. But we have some really good machines here. Yeah. So let's just kind of go from there. Sounds good. Yeah. Let's do that. Okay, let's FST, go kill this. FST7 or what? Yeah, we're going to do some FST7 stuff. We're going to do some really good blood flow, mind-muscle connection. FST7 training is gottlos. We might even do some FST supersets. So we're going to get a really... Das ist sein Trainingssystem. Sick, three-dimensional pump. Let's go fucking kill it.
Come get some juicy titties. Was eine geile Atmosphäre in dem Gym, ne? So düster, gefällt mir richtig. Voll geil. Vergleich das mal mit Happy Meal Gym von Fabi, ja. Da bin ich morgen um 15.30 Uhr, bin ich schon gespannt, Alter, wie das Happy Meal Gym ist. Oh, aber mit viel Gewicht und so kontrolliert, stramm. Good working set with me. Good. Good. Come on, Chris. Drive. Good. Now down slow. Good job. Good set. Hannes, PZ7, danke dir fürs Prime-Abo, Digga. Copyright Music, deswegen hört ihr jetzt hier meine Stimme. Und wir lassen das Video einfach mal laufen. Oder spulen vor, bis Copyright Music weg ist. 5 seconds. 4, 3, 2, 1. Einfach PA Sports, Alter. In Breit. Japan, ne? Beim letzten Olympia. War schon wirklich... mal hier nach Fotos. Sah schon unfassbar krass aus, ne? Ganz kurz, sneaken wir mal ganz schnell rein. Da war er neben Phil Heath. Hat Phil Heath neben ihm keine gute Figur gemacht. Na gut, das war auch der 2020 Mr. Olympia, wo Phil Heath sowieso scheiße aussah. Boah, Junge, Hadi Chopin ist eine Macht, ist eine Wucht. Ich feier den. Krasser Typ, Digga. Heftig. So, weiter geht's mit dem Video mit Chris und Hadi. Und die hatten wir auch mal bei uns im Gym, die habe ich gar nicht gefeiert. Diese Maschine, stehende Brustpresse. Aber wir hatten nicht dieselbe, vielleicht knallt die ja gut. Probably the next one, yeah. Next two. Yeah.
7. Keep going. Come on, Chris. 8. 9. Keep going. 10. Come on, 2 more with me. 2 more with me. Up. Go, go. One more. Right there. Up. Right there. Drive it up. That's the twirl. Good job. Das ist hier ein reines Trainingsvideo, Freunde. Deswegen kann man ja auch nicht so viel seinen Senf dazugeben, ne? Nimmt mir das nicht übel hier, Freunde. Wir genießen das Trainingsvideo vom Mr. Olympia Bumstead. Woo! Heavy lock, yeah. Und wenn man den so sieht, ne, den Honey Rambot, der sieht gar nicht aus wie so ein richtiger Coach. Den könnte man gar nicht vertrauen, wenn man gar nicht wüsste, was der für Erfolge aufweist. Genauso wie Stefan Kienzel. Die sehen aus wie Obst- und Gemüseverkäufer, Alter. Stefan Kienzel sieht aus wie ein Kfz-Mechaniker. Hadi Chopin einfach mit Hörgerät. Habt ihr gesehen? Good. Come on. Good. Right. Und wenn die Brust so brachial heraussticht durchs Oversize-Shirt, das ist schon brachial. Mal aufladen für morgen, für das Training mit Fabian. Was ist das denn hier? Kennt ihr die? 600 Gramm, Bruder, wenn du die reinpfeifst, ganze Packung. Digga, da hast du Dampf. Heiko Kalbach hat mir die empfohlen, der meinte, musst du mit aufladen. Mit Kekse, Spekulatius, Gewürz. Give me partials now, don't lock them out, just give me halfway up. Right there, good, go. 3. Finding that thing on your feet. Yeah, scary. Be like, mother bitch! Mother bitch. You don't want to be like, mother bitch! Ich kau extra ganz langsam, damit man das nicht hört, Alter. Das fuckt sonst voll ab im Chat, glaube ich. Einfach beide touchen so ihre Titten an und lachen sich kaputt. What? You like, it's definitely no Courtney. A little harder. Chesticle. A little harder than that. Chesticle. Yeah. Chest, kau wie ein Löwe, okay. Onkel Mirek, Alter, meldet sich erst um 23 Uhr, Digga. Wir waren heute verabredet zum Call of Duty Zong. Was ist los mit dir? Fetter 95, danke dir fürs Abo, mein Bester. Wuppertal Support, jawohl. Boah, was ist das denn für ein Butterfly, Digga? Junge, die Titten platzen bei Bumstead. Oder wahre Soldaten sind nicht unterwegs, wenn Krieg herrscht bei Call of Duty. Die müssen immer dabei sein. Squeeze, good. Back any further? I don't think so. Can we get ready to sit back on for a minute? Move it up. Move it up. Yeah. Do that. Good. Squeeze, come on. Good. Squeeze. Boah, Sofien, Alter. Knallt jetzt hier ein Hype-Train raus und verschenkt 5 Abos. Ich danke dir, mein Bester. Danke für den Support. Da hat sogar Heiko, der Reiseinatmer, einen bekommen. Ein Abo. Geil. Good again. Good. Good job. Ja, Bro, die Maschine sieht echt wild aus. So,
Got some rock hard titties. Not quite on that level yet. Doing a little chest day here. Bro, wir haben immer noch so eine bei uns im Studio, die du so machst, aber die fühle ich nicht, die ist scheiße. Hadi was beat up from the massage more than me. He's like, I'm weak and tired, and he's still strong as fuck, out pushing me, so. Getting a good little chest day. We're focusing on more machines and volume today. We're getting to that point of dying, and like I said, we got massages, so I'm not trying to like hit any PRs on fucking dumbbells and injure my shoulder or something, so. Get a nice little pump, squeeze on this machine. I've never used this pec machine from the Sonata, so. Ah, diese rote war short. Jim got some good equipment, I'm a fan. Junge, der sieht irre aus. Gibt es da auch einen Formcheck? Try to open your hands so you don't use your bicep. Good. Squeeze it back. Wir werden das ganze Video uns natürlich nicht reinziehen, aber wir skippen ein bisschen. Weil hier wird ein bisschen geflext, habe ich gerade gesehen. Und da können wir schon mal gucken, auf was sich Fabian Mayer und Urs Kaliczynski gefasst machen können. In 4 Wochen. Let's go! Oh. Das ist fatal, ne? Das sieht sehr wild aus. Ich finde so mit Käppi, mit Bart und so, sehe ich fast gleich aus. Nur Körper komplett anders. Das ist aber echt der Latt. Gesamtpaket irre. Das ist halt the winning pose bei ihm, ne? Da wird keiner mithalten können, die Side Chest. Die ist irre. Junge, was ein Ei in der Schulter. Wahnsinn. Daniele Altuni, ich danke dir fürs Prime-Abo, Mann. Und damit haben wir den Hype Train gezündet, Freunde. Danke euch. Hey, I saw your competition. Congrats, man. You would say. Pudding, 1991. Ich würde sowieso mich nicht hauptsächlich von Eiweißriegeln ernähren. Ess einen, maximal 2 am Tag, weil sonst wirst du sehen, so wie du schon geschrieben hast, das wird deine Verdauung sprengen. Du wirst Blähung haben, Dünnpfiff und. Boah, Junge, sieht der krank aus mittlerweile, Alter. Was hat er gesagt? Nee, das war Milos Sarchev, Bruder, der über Leichen geht, was Stoff und so Dosierung angeht. So, you just keep getting leaner without losing your size. Yeah. Aber Bruder, es ist Mr. Olympia, ich denke mal, da wird immer auf Kacke gehauen, ne? Just come down one trickling down. Yeah. Wobei du bei Classic nicht auf Kacke hauen kannst wegen dem Gewichtslimit, ne? Yeah. Was jetzt Insulin und sowas angeht. So. Let me see your muscles. Do that one again. Yeah. Put hands on hips? Yeah. Der Arme wollte raus und dann geht er wieder rein hinten, der von der Sauna. Guck mal. Yeah, you come out, we don't lock him. Junge, schnell, raus da. We'll lock him in the sauna. Ich hau mir Protein-Spekulatius rein. Gewürz-Spekulatius Protein-Edition. Von Borg Rewe. Haben richtig gute Nährwerte, Bruder, mit einer extra Ladung Protein. 600 Gramm. Ich lade auf für morgen, für Fabian Abi. Guck
Code William 69 auf jedem Weihnachtsmarkt. Boah, guckt euch die Most Muscle an, Freunde, krank. Was zur Hölle ist das? Insane. Mr. Olympia ist in 4 Wochen, Bro. Take my pack. Die Butterspekulatius habe ich diese Woche schon zerfetzt, ein Paket. So, und jetzt sehen wir hier nochmal ganz kurz Hadi Chopin. Secrets of the pros. Well, he said you're so wide too. It's because you're so wide that it really helps. So, Freunde, an der Stelle pausieren wir dieses Video, falls ihr Bock habt. Schaut vorbei. Da könnt ihr, denke ich, auch viel rausnehmen von dem Video.